So, jetzt geht's dann nach Süden weiter, ne? Aber tatsächlich erstmal nach Südwesten. Quasi hier hinten lang. Huch. Mebe wandte sich um, als Hufschlag näher kam. Sie sah Renard in halsbrecherischem Tempo auf sich zureiten. Sein Pferd war erschöpft. Schlechte Nachrichten, Majestät. Offenkundig. Gute kommen nie mit solcher Dringlichkeit. Unsere Späher haben einen nilfgaardischen Boten aufgegriffen. Er reiste verkleidet und bei Nacht. Als ihm klar wurde, dass wir ihn hatten, versuchte er, die Briefe zu zerstören, die er bei sich trug. Aber einige konnten wir retten. Und, steht was Interessantes drin? Ich fürchte ja, Majestät. Hört euch das an. Das Angebot ist angenommen. Leite Mewe und ihre Streitmacht zum vereinbarten Ort. Wir warten auf sie. Die Belohnung erfolgt wie besprochen. Hel Kerser. Ein Verräter. Damit hätten wir rechnen sollen. Nilfgaard hat längst gezeigt, dass es nur seine eigenen Gesetze beherzigt. Da sie mich auf dem Feld nicht schlagen konnten, suchen sie jetzt nach anderen Möglichkeiten. Der Brief ist wohl nicht unterzeichnet. Nein, Majestät. Der Bote. Habt ihr ihn verhört? Natürlich, Majestät. Leider weiß er nicht, an wen der Brief geht. Er sollte ihn an einem bestimmten Ort hinterlegen. Ich nehme an, die Sache hat sich in der Armee schon herumgesprochen. Ja, Majestät. Es gab zu viele Zeugen, um sie geheim zu halten. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Verräter auch davon weiß und nicht versuchen wird, den Brief abzuholen. Sackgasse. Gibt es sonst irgendwelche Hinweise? Ich fürchte nein, Majestät. Wir müssen wachsam sein und die Ereignisse beobachten. Und große Vorsicht bei neuen Bekanntschaften walten lassen. Na schön. Augen auf, Sinne geschärft. Vor allem deine, Rena. Natürlich, Herren. Das ist der Punkt, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir definitiv... Alter, Moral im Keller, ne? So eine Scheiße. Also definitiv nur zwei Leute haben, denen wir auf jeden Fall hundertprozentig vertrauen können. Also denen wir hundertprozentig vertrauen können. Das sind Renard und Gascon. Denn wenn Gascon der Verräter wäre, der hat uns überhaupt erst vor der Hinrichtung bewahrt. Ja, und ohne Renard hätte das Ganze auch nicht funktioniert. So, dann geht's weiter. Eik. Ja, würde ich sagen, 95% unwahrscheinlich, dass er der Verräter ist. Isbel ist auch eher unwahrscheinlich, denn die haben wir ja in diesem Banditenlager aufgegriffen. Barnabas ist auch sehr unwahrscheinlich. Der sollte ja gerade hingerichtet werden, aber vor der Hinrichtung gerettet. Gabor. Wenn die Zwerge involviert sind... Ich meine, führe sie zum besprochenen Ort. Gabor ist unser Führer durch Mahakam. Das wäre also durchaus eine Möglichkeit. Und dann haben wir natürlich noch Xavier. Dem traue ich auch nicht so wirklich. Von allen Optionen, die wir hier haben, traue ich Xavier tatsächlich am wenigsten. Da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass er tatsächlich dann der Verräter ist, von dem hier die Rede war. Okay, gucken wir uns mal den abgefangenen Brief an. Das Angebot ist angenommen. Leite Mev und ihre Streitmacht zum vereinbarten Ort. Wir warten auf sie. Die Belohnung erfolgt wie besprochen. Das Angebot ist angenommen. Es deutet natürlich auch auf einiges hin, ne? Okay. So ein paar interessante Orte hier. Auf jeden Fall können wir hier unsere Moral erstmal wieder ein bisschen stärken. Das ist immerhin etwas. So, hier ist ein interessanter Ort. Finde ich interessant. Eure Hoheit, in diesem Haus lebt etwas. Eine Bestie mit brennend roten Augen. Und einem furchterregenden Knurren. Vielleicht beschützt sie etwas Wertvolles, aber es wäre nur für wenige Mutige Platz, die dann vielleicht nicht alle zurückkehren.
Ein Mann wird reichen. Alk von Denesle. Lasst ihn die Bestie besiegen. Verdorbenes Ale. Ah, cool. Ich bin ganz froh, dass wir Eik dabei haben. Markiere eine Einheit und verbessere sie um 10. Zerstöre sie nach 3 Zügen zu Beginn des Zuges gemeinsam mit dieser Einheit. Sollte das Bier so grün sein? Okay, verdorbenes Ale ist irgendwie... Eine Einheit um 10 Punkte verstärken. Ich kann mit dem Morana Runenstein alle Einheiten heilen und dann um 2 Punkte verstärken. Was bei 5 Einheiten nach dem Feld, und so viel haben wir meistens, mindestens, bei unserem Deck sowieso, das Ale schon mal ausgleicht. Von daher, warum sollte ich das Ale irgendwie ins Deck nehmen? Schade, das war irgendwie verschwendete Energie, die wir da investiert haben. So, was haben wir hier? Meine Herren, wir haben dort unten im Schutt Gold entdeckt. Wir können einige Soldaten entsenden, um es auszugraben, aber falls das Seil reißen sollte, finden sie zwischen den Felsen ihre ewige Ruhestätte. Ja, mit dem Gold. Ist die Moral zwar wieder im Keller. Wenn ich vorher gewusst hätte, hätte ich es andersrum gemacht, aber was soll's. So, da ist ein Putzel. Und hier noch ein bisschen Loot. Lyrische Winter sind mild. Fröste sind selten. Schnee noch seltener. Liegen bleibt er nie. Nun hatten Meves Soldaten die riesige, frostige Puderdecke auf den Mahakama-Gipfeln gesehen und die raue Schönheit dieser kalten Landschaft genossen. Da kamen sie auf eine geniale Idee. Kleine Schneekugeln formen und ihre Kameraden damit bewerfen. Was folgte, war minutenlanges Gelächter und Schabernack, bis sich ein Troll zu ihnen gesellte. Zu ihrem Entsetzen ist er mit Felsen zur Schneeballschlacht erschienen. Lass nicht zu, dass Meve stirbt, das ist unsere einzige Aufgabe. Keine Fähigkeit. Grober Troll. Werfe jeden Zug zu Beginn des Zuges den Schneeball eines Trolls in die Reihe mit den meisten Menschen. Schneeball eines Trolls. Landet es in einer Reihe, füge allen Einheiten in dieser Reihe 2 Schaden zu und zwinge die 3 stärksten Einheiten auf ihrer Seite, die Reihen zu wechseln. Ja. Okay. Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Da wirft er dann den Schneeball. Das soll aber Meve natürlich wieder in Sicherheit bringen. Hä? Wie viel Schaden macht das? 2. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Ja, den Schaden an Mewe, der ließ sich jetzt nicht verhindern. Füge allen Einheiten unter ihnen 2 Schaden zu. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Das ist zumindest ein weiterer Stein. Das sind jetzt noch 4. Meve kann noch 2 abkriegen.
Und sie wird jetzt auch... Das wird aber jetzt auch zwei abkriegen dann. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel... Noch mal werfen. Ich glaube, ich habe schon verkackt. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ich kann nicht verhindern, dass er da jetzt hinwirft. Nee, das war's. Das war's. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Mein Geist ist willig, aber wirft er jetzt diese blöden dahin? Stiefel. Die Stärksten werden verschoben, ne? Das ändert sich. Ich habe das Gefühl, ich mache genau das gleiche wie vorher schon mal. Und zum Sterben. Ja. Der schmeißt da jetzt wieder hin. Gehen nach da oben. Das kann ich natürlich hier unten da einsetzen. Ach, und ich hätte auf meine Alte hören sollen. Eine Runde sichern. Je größer, desto leichter zu treffen. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Jetzt kriegen wir ja da unten wieder einen rein, ne? So, damit hat Mewe überlebt. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Der schmeißt jetzt noch einen. Wieso wurden Mewes Truppen überwältigt und mussten sich zurückziehen? Es ist. Sie hat überlebt, der hätte es noch einmal geworfen. Das ist doch scheiße. Was war denn das für ein Mist gerade? Jetzt mal ganz ehrlich, das war Beschiss. Das war beschiss. Ich hatte die Voraussetzungen erfüllt. Dass der Troll da nicht geworfen hat, da kann ich nichts für. Jetzt fühle ich mich verarscht.
groß machen. Ich hätte auch meine Alte hören sollen. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben, ne? Mal umhole hier. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Hier wieder. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Wo ist der Diener? So, dann. Ja. Das ist ziemlich knapp, aber das sieht. Theoretisch finde ich das machbar aus. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Ich fand das, was wir vorher gemacht haben, das war genauso eine Lösung. Aber wenn das... Ja und? Belohnungen? Ich da gar nichts für? Ich hab da einfach mal spontan gar nichts für gekriegt, ne? Läuft ja. Okay, dann zum nächsten Story-Event. Ach du Scheiße. Mavis Armee erreichte Davos Abgrund. Die Spuren des Festschmauses der Ungeheuer waren schnell gefunden. Blut- und Klauenspuren im Schnee. Sauber abgenagte Knochen zwischen den Felsen. Gascon hob einen davon auf. Der ist hohl, sagte er. Das Knochenmark fehlt. Angesichts der grausigen Szenerie mimten Mavis Soldaten Gleichgültigkeit. Sie marschierten singend, ohne aus dem Tritt zu kommen. Aber Mavis hörte das leichte Zittern in ihren Stimmen und wusste, dass die Gesänge eher ein Pfeifen im Keller waren. Dann erscholl das Horn des Kommandanten, das Haltesignal. Die Königin sprengte nach vorne und stand vor einem riesigen, runden Loch im Boden. Es war so tief, dass der Grund nicht zu erkennen war. Mewe straffte die Zügel. Ihr Pferd durfte keinen Schritt nach vorne tun. Ist das ein Krater? Ein ausgetrockneter See? Das ist eine Tagebaumine, erklärte Gabor. Wir haben hier Schätze ausgegraben. Diamanten. Bis wir auf die Bestien stießen, natürlich. Und jetzt? Da drüben hält ein Staudamm einen See zurück. Wenn wir den einreißen, läuft der Abgrund voll und mit ihm die Tunnel, aus denen die Monster kommen. Allerdings müssen wir da zuerst an der Mine vorbei. Mewe blinzelte in die Ferne. Ja, dort war ein Damm. Vor ihm wimmelte es nur so von Monstern. Die Soldaten sahen die Königin erwartungsvoll an, die Waffen bereit. Sie wusste, dass sie sich trotz ihrer Angst in die Schlacht stürzen würden. Gabor! Mewe rief über den tosenden Wind hinweg. Gibt es Baden in Mahakam? Natürlich, Majestät! Dann geben wir ihnen einen Grund, diesen Tag zu besingen. Mit Liedern von Tapferkeit und Heldenmut. Von Lyrien. Angriff!
Damit gab sie dem Pferd die Sporen, hob ein Banner hoch über ihr Haupt und stürzte sich schnurstracks auf die Monster. Oh weh. Tief in Davors Abgrund förderten die Zwerge einst Diamanten von unübertroffener Qualität. Bald zierten die Steine sämtliche Höfe des Nordens. In Kronen und Zeptern, an Kelchen und Zeremonienschwertern. Einige blieben auch in Mahakam, wurden allerdings eher zweckmäßig eingesetzt, um Bohrungen vorzunehmen oder Kristall zu schneiden. Doch die Tage der Diamantenförderung waren vorüber. Heute wimmelte es im Abgrund von Monstern. Verschaffe deinem alten Katapult 7 Ladungen, ohne dass es zerstört wird. Halte dein Katapult rundherum gut gepflegt. Na dann gucken wir doch mal. So, nehmen wir Kriegshammer. Was haben wir hier? Altes Katapult. Gibt diese Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges eine Ladung, wenn sich Einheiten neben dieser Einheit befinden. Füge dann einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit 5 Schaden zu und allen anderen Einheiten in ihrer Reihe 2 Schaden. Damit diese Einheit 7 Ladungen gewinnt Mewe den Kampf. Das wollen die Armbrüste werden, wenn sie groß sind. Ja, das sieht doch super aus. Also da haben wir schon mal 4 Ladungen sicher. Vier Ladungen sind schon mal unser. Da ist der Weg nach unten. Wir müssen durchbrechen und den Damm zerstören. Oh, ich werde das Schulgeld nie begleichen. Du kannst immer noch umdrehen. Wie befohlen. Xaver kann das Katapult nicht laden. Das ist jetzt aber scheiße. Das ist aber scheiße. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist gemein. Das ist jetzt gemein. Das hätte man mir vorher sagen können. Obwohl das Katapult ist wahrscheinlich eine Boss-Einheit, ne? Na gut, dann brauche ich. Dann will ich die hier noch haben. Dafür liebe ich jetzt ein bisschen betrogen. Weil sie keine Befehlsfähigkeit hat. Ja, okay. Da hätte ich drauf kommen können. Da hätte ich drauf kommen können. So, Isbel nehmen wir mal auf die Hand, da ist es sicherer. Wenn sich ein. Da befindet sich eine Einheit daneben, wieso habe ich jetzt noch keine. Nee. Dann starten wir neu. Dann habe ich nämlich das ganze Konzept von diesem Katapult komplett falsch verstanden. Ja, und verarschen wir mich selber. So, dann machen wir es nämlich ganz anders. Die haben wir, den brauchen wir nicht auf der Hand. Warner was ist da nicht schlecht, ja. Da ist der Weg nach unten. Wir müssen durchbrechen und den Damm zerstören. So, setzen wir erstmal Einheiten daneben, wa? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Setzen wir da erstmal Einheiten neben. So, was nehmen wir denn mal? Was wollen wir denn mal? Ich will Isbel noch haben. Heilen ist immer eine gute Sache.
Das könnte jetzt wehtun. Eine Einheitsschaden in Höhe des Zählers zu. Zähler mal 3. Das ist natürlich, wenn der Schleimling drauf geht, haben wir ein Problem, ne? Ich hatte gehofft, wir könnten das anders lösen. Alter! Das war sehr unschön. In Ordnung, kein Problem. Das musste ich ja jetzt so machen. Das ist ja nicht große Wahl. Aber das war widerlich. Das war richtig widerlich. Das ist vielleicht keine gute Idee, wie ich mein Deck hier geplant habe diesmal. Bessere jeden Zug zu jeden Zug alle verbündeten Einheiten um 1. Hat er die Fähigkeit letztes Mal auch schon gehabt? Hat er nicht diese Fähigkeit gehabt? Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich auch verguckt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Heiler oder Gelehrten. So, aber mit 8 Rüstung ist das Ding erstmal relativ sicher. Hoheit, die Monster haben uns umzingelt. Ach, das wird schon. Solange er jetzt da Necker und so einen Scheiß ausspielt, ist das alles nicht das Problem. Dann will man nicht mehr lange überleben hier. So, wer ist bei den Schmied auf unserer Hand? Damit wir im Zweifelsfall nochmal heilen können mit dem Runenstein. So Biester wie dieser Schleimling da auftauchen und wieder erledigt werden. Prinzipiell sieht es aber eigentlich ganz gut aus bei uns, ne? Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. So, eine Runde muss das Katapult noch überstehen, das kriegen wir hin. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Das kriegen wir hin. So, wenn wir wieder dran sind, haben wir gewonnen. Und wenn man erstmal verstanden hat, wie das Katapult funktioniert und dann die entsprechenden Karten auch zur Verfügung hat. Die Widerlinge werden fortgespült. Ausgezeichnet. Ist das tatsächlich eigentlich ein relativ einfacher Kampf, aber ich habe halt beim ersten Mal ein paar Fehler gemacht. Und wirklich, die Barden sangen kurz darauf von dieser Schlacht. Keine Klauen, keine Reißzähne konnten den Schildwall der Lyrier durchbrechen. Und keine Schuppen retteten die Monster vor den Pfeilen und Klingen der Lyrier. Kämpft! Lasst nicht nach! Zeigt den Bestien, dass sie Angst vor uns haben müssen! Rief die Königin. Schließlich suchten die Monster ihr Heil in der Flucht. Doch Mebes Armee ließ ihnen diese Möglichkeit nicht. Der Schildwall schob sie Davors Abgrund entgegen. Und ein Ungeheuer nach dem anderen verschwand schrecklich kreischend in der Tiefe. Blut. Schließlich trat Stille ein. Die Königin stand schwer atmend am Abgrund und lehnte sich auf ihr Schwert. Aus den Tiefen der Mine drang fernes Gegrolle und Geschrei. Fluten wir das verdammte Loch, zischte Gabor, bevor die nächste Pest herausgekrochen kommt. Eine Flutwelle eisigen Wassers toste heran und stürzte in die Mine. Und wo einst Davors Abgrund lag, befindet sich heute
Davos See. Mewe kehrte erschöpft und bespritzt mit Monsterblut, aber auch sehr zufrieden zum Pass zurück. Sie war der Unterstützung der Zwerge gegen Nilfgaard einen Schritt näher gekommen. Als die Lyrier einigen Abstand zwischen sich und das zerstörte Monsternest gebracht hatten, ließ Mewe das Lager aufschlagen und schickte den Quartiermeister um Speise und Trank. Die Soldaten entfachten Lagerfeuer und legten die Waffen weg. Bald erschallte muntere Musik mit Gesang. Majestät. Renard befand sich hinter Mewe. Ein Bote vom Ältesten. Die Königin sah, wie sich ein Zwerg in reich verziertem Wams und Chako mit goldenen Säumen näherte. Sie unterdrückte ihr Lachen, lächelte und hob in Erwartung von Lob und einer Hilfszusage gegen Nilfgaard stolz das Kinn. Herrin, eure tollkühnen Taten sind dem Ältesten zu Ohren gekommen. Der Zwerg sprach gemessen. Er ist außer sich vor Zorn und verlangt eine Erklärung. Zorn? Aber wie denn das? Wir haben euch doch einen großen Dienst erwiesen. Ihr findet den Ältesten bei der Langbrücke. Es wäre weise, ihn nicht warten zu lassen. Damit war der Enthusiasmus der Königin verflogen. Sie wartete, bis die Feuer erloschen und die Gesänge erstorben waren. Dann gab sie den Marschbefehl. Irgendwas in der Art habe ich schon befürchtet. Dass dem das wahrscheinlich gar nicht so wirklich gefallen wird, was wir hier so machen. Tag 234, der erste Wintertag. Das wird ziemlich hart. Es ist so kalt, dass die Spitzhacken an unseren Händen festfrieren. Mussten die Arbeit einstellen. Tag 239. Es hat angefangen zu schneien. 2 Meter pro Tag. Keine verhackte Sicht. Man sieht die Kamine kaum aus dem Schnee lugen. Tag 245. Monster. Sie greifen von allen Seiten an. Können unsere Position kaum halten. Enorme Verluste. Tag 250. Mussten die Mine aufgeben. Rückzug zu Boros Rumpf. Wir kehren im Frühling zurück. Petrit Fuchs. Ja, aber wir haben einen See angelegt hier. Das hat doch auch was. Ah, da oben haben wir noch was übersehen. Und ich würde sagen, wir holen uns noch diese Goldtruhe da. Dann machen wir auch für heute Schluss. Glückwunsch! Du kannst diesen Avatar-Rahmen im Mehrspielermodus von Gwint verwenden. Yay! Ich bin begeistert. So, wo ist denn die Langbrücke, wo uns der Kerl jetzt treffen will? Ganz da oben. Das ist dann wahrscheinlich auch schon das Ende unseres Ausfluges nach Mahakam. Die Frage ist, wo sind die restlichen goldenen Truhen? Ich meine, da ist noch eine, da sind wir auf 6, aber es fehlen immer noch 2. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ich hoffe, wir finden die noch alle. Drückt mir die Daumen, dass was das wird. Und zwar in der nächsten Folge von Thronebreaker, The Witcher Tales. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.